Oh, das ist ja mal cool, ein Live-Angriff auf mich mit Rachen. So kann natürlich auch eine Folge anfangen. Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ich wollte euch eigentlich ein bisschen was aus unserem letzten CK zeigen, aber wenn du hier reinkommst und kriegst mal live hier eine Dev auf deine Base mit, ich meine, meine Queen hat sich gerade hingelegt, nicht um zu leveln, sondern ich habe eben gerade noch angegriffen. Und das ist jetzt natürlich, ja, mal gucken, wie er das hier gegen meine Feger, gegen die Infernos hier und den X-Bogen, alle auf Luft und auch, ich habe auch Luftfallen. Okay, die halten die Drachen jetzt nicht ganz so doll auf. Mal gucken, wie sich meine Base hier schlägt. Ich habe das ja auch, man sieht das ja eher selten. Ich meine, wenn man dann angegriffen wird und es, man hat die Benachrichtigung an, dann, jetzt kommt mit, Hauptsache, die klauen mir nicht so viel Elex. Warum, das werdet ihr auch gleich sehen. Aber doch mal schön, hier einen Live-Kampf zu sehen. Okay, die Drachen haben natürlich viel zu viele Healpoints hier, als dass sie das Rathaus jetzt nicht kriegen. Aber mal schauen, der zweite Inferno ballert den gleich auch von hinten. Da ist das Rathaus weg, da kommen noch meine Tesla raus. Und nicht aufs Elex. Ach, das ist ärgerlich. Das ärgert mich. Das ärgert mich, dass ich jetzt Elex verliere. Aber ich glaube, das Dunkle behalte ich. Und das ist ja auch nicht ganz von Pappe. Also hat er hier 240.000 mitgenommen. Ich denke mal, so viel mehr werden es jetzt nicht werden an der Stelle. Mal gucken. Der Drachen da ist weg. Jetzt habe ich hier unten natürlich nichts. Jetzt dauert es noch, bis der sich erstmal ausgeflogen hat. Ah ne, da ist schon Inferno und X-Bogen schon am Drachen dran. Und dann ist der hoffentlich jetzt auch Geschichte ohne Helden hier, der Kollege. Wer ist es? Der Toru von den MM Brothers. Ja, ich meine, so ein Drachen Level 5. Ich habe die im Moment auch ausgebildet. Aber die Clanbook hier hat viele Healpoints. Und dann können wir jetzt endlich einsteigen hier in den Klankrieg. Naja, oh, minus 21, das ist für mich bitter. Denn ich wollte mich ja ein bisschen hier oben halten. Na, geht aber noch. Alles noch im grünen Bereich. Und wir steigen sofort rein. Mein Clan Warlock, ja, ihr seht es hier, 48, 49. Klankrieg der 99er, so habe ich das ja auch im Thumbnail beschrieben. Und das könnt ihr euch angucken, wir hatten es mal wieder selber in der Hand hier. Aber hatten auch wieder selber, ja, ihr seht das, das muss ein Zehner machen hier. Wieder schwere Bases, obwohl die Base eigentlich gar nicht so schwer ist. Ich habe die auch belächelt. Ich habe gesagt, Leute, komm, das ist eine Farmbase hier. Die geht eigentlich immer über eine Ecke mit Go Laloon oder Go Hock. Und habe ich auch gemacht an der Stelle. Aber ich habe mit dem Avatar hier leider versagt. Und auch mit Alex habe ich hier die Base angegriffen, also mit zwei Neunern habe ich mich an dieser Base versucht und habe die nicht gepackt im Farm. Wenn du hier CK-Truppen hast, dann überrennst du so eine Base eigentlich immer. Und hier im CK, ja, CK ist immer noch eine andere Welt für sich. Und deswegen kannst du auch hier eine Farmbase mal nehmen. Warum das so unglücklich für den AFA war, das zeige ich euch gleich nur im Ergebnis. Weil dies halt nun doch ein Dreisterner ist hier. Und zwar habe ich diese Base mit... Wie viel Prozent habe ich die Base hier gemacht mit AFA? Wir gucken mal. AFA, wo bist du? AFA auf 20,99%. Ja, das hätte nämlich... Wäre das ein Dreier gewesen, hätte der Swash diese Base hier nicht machen müssen. Und hätte etwas höher noch weiter angreifen können. Hätte Fahrradkette, kannst du nichts dran machen. Wir gucken hier mal weiter hoch, auch hier, ja, auch hier muss ein Zehner ran. Ich meine, die Base hier, ja, die ist schon nicht übel. Gerade hier die vielen Lager hier vor dem Rathaus, da halten sich die Truppen schon ganz schön dran auf, sage ich mal. Je nachdem, wie man hier reinkommt. Und dann, je nach, ja, wenn du hier über den dunklen Elixier, über das dunkle Elixierlager reinkommst, hast du einen weiten Weg zur Clanburg. Da kommst du hier unten über die starke Def. Hast einen kurzen Weg zur Clanburg, hast aber ja auch Def hier wie irre. Zudem kommt noch die Clanburg dazu. Und für einen RH9er gar nicht mal so einfach knackbar. Aber ich denke mal, mit Hox oder so wäre die Base auch gegangen. Jetzt schickt er hier unten seine Bowler rein. Das ist natürlich top, weil die machen den Schaden schön aus der Distanz. Und mit den Riesen davor, die auch richtig gut hier die Tesla Farm tanken. Also so kannst du die natürlich als RH10 machen.
Und Hank, sehe ich, ist auch schon ganz schön weit. 31er King, 38er Königin. Ja, da geht was. Der ein oder andere bei uns ist ja jetzt hochgegangen und wir hatten auch wir haben ja den Ego gesehen, der bei uns zurzeit zur Gast ist, der Rathaus Level 11 geworden ist, beziehungsweise er hat jetzt auf Rathaus Level 11 aufgestockt, aber war auch schon ziemlich lange, denke ich mal, 10,5. Ne, 9,5 heißt es. Ne, 10,5. 10,5 heißt es, glaube ich, oder 9,5. Beim 10er heißt es, glaube ich, 9,5. Und die haben auch seinen Angriff auf die RH9-Base hier, also auch R10 auf R9. Ihr seht das hier, unsere R9er tun sich immer noch schwer. Zurzeit haben die einen Hänger. Also da geht im Moment mehr als 2 Sterne eher recht als schlecht. Und so müssen hier die 10er ran. Aber das war vom Ego der erste Angriff. Der ist erstmal nach unten gegangen und hat dann danach etwas höher angegriffen. Also auch hier die Variante fand ich eigentlich gut, auch von der Taktik her. Und dass er ein guter Angreifer ist, ist uns schon bekannt. Schließlich haben wir schon gegen seinen Stammclan verloren. Aber richtig schön hier, schön gefunnelt und jetzt geht's hier ab durch die Mitte mit den Truppen und mit der Queen. Hier unten jetzt zwar Tesla Farm mit X-Bogen dann noch dazwischen, aber für die Bowler hier überhaupt kein Thema. Die wuseln sich hier durch und auch die letzten Lager, ja, mit die Bowler hier so mit Lagern, das ist auch nicht schlecht, denn die haben das doch extrem fix geschafft. Hat er noch irgendwo was? Nee. Super gemacht hier. Toller Angriff. Am Ende war es, wie gesagt, wieder sehr, 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 sehr super knapp. Das war nochmal. Und dann haben wir hier den Gucki. Das ist der Gucki 1 RH11 auf RH10. War es halt wieder sehr, sehr knapp und bis zum, jetzt muss ich gerade überlegen, bis zum 49, 48 für den Gegner waren wir vorne. Der Gegner hatte keinen Angriff mehr. Wir waren vorne an der Stelle, prozentual, mit so ein ganz paar Prozent. Ich weiß gar nicht, wie viel es waren. Wir können ja gleich ins Ergebnis gucken. Es ist ja leider so stehen geblieben. Und wir haben es mal wieder selber in der Hand gehabt, hier ein Dreier einzufahren. Nur aufgrund der Prozente, also nicht aufgrund der Sterne, denn der Gegner war stark. Muss man sagen, der Gegner war stark. Hat auch taktisch klug angegriffen. Ich nenne mal so ein paar Eckdaten. Deren 10 hat bei uns 1 und 2 gemacht, mit 2 Sternen jeweils. Also ein 10er auf dem RH11, richtig guter Queenwalk mit Bowlern und Valkyren, also Hut ab. Der 10er war hier für die erstmal im Vorfeld, ja nicht der Heilsbringer, aber der hat natürlich den Elbern den Rücken freigehalten, aber die waren gar nicht mal so gut. Selbst meine Base hat mal nur 2 Sterne von einem Elber kassiert. Das ist an der Stelle dann absolut in Ordnung. Und vor allen Dingen war es der erste, deswegen war es noch viel, viel mehr in Ordnung, dass der nur 80% bei mir geholt hat. Mit Max-Truppen, Max-Helden, also hat mich gefreut, dass die Base mal wieder gehalten hat. Mal sehen, ob sie weiterhin so hält, sonst muss ich einfach mal eine neue haben. Aber ich werde sowieso 2 neue haben, die ich noch dazu packe, denn es geht ja nach Köln. Ich fahre mit 2-3 Leuten von uns nach Köln zur Local Clash am nächsten Samstag und da freue ich mich auch schon drauf. Das ist ja ein Turnier 5 gegen 5, ein RH8, 2 RH9, ein RH10, das werde ich sein und ein RH11, das wird der Mastengo sein. Wer die 9er und die 8er sind, das wissen wir noch gar nicht. Ich habe jetzt schon mal im Discord-Channel nachgefragt, ob es vielleicht einen 8er gibt oder gestern Abend bei mir im Livestream mal nachgefragt, ob es einen 8er gibt, der vielleicht nach Köln kommen kann. Der kann nämlich meinen Account spielen. Weil ich es selber nicht darf. Ich glaube, ich darf nicht mehr accountig dort spielen, sonst könnt ihr auch fast alleine hinspielen, bräuchte nur noch einen 11er Account und könnte die anderen ja alle selber spielen. Aber das ist natürlich auch nicht Mittel zum Zweck und deswegen ist es durchaus möglich, dass wir einen Spieler noch für Köln suchen, auch unter Umständen kurzfristig, der bei uns nachrückt als Spieler. Also ihr bekommt von mir dann ein extra Tablet mit den Chief Barfuß Account, ein Maxed Out RH8 und könnt dort das Turnier mit uns spielen. Das weiß ich aber noch nicht. Also versprechen will ich da nichts. Aber ich glaube, es geht so ein bisschen darauf zu. Ja, hier oben waren wir nicht ganz so gut. Wir waren gut hier oben, keine Frage. Wir haben jetzt eine Base leider offen gelassen und der habe ich mich mal wieder so richtig erfolglos leider auch vergriffen mit 24, 25% oder so. Da lief mal wieder alles
so richtig schief, was schief laufen kann, denn ich habe mir Mauern aufgemacht bei einem RA11-Dorf und habe dann drei Golems da reingeschickt und habe natürlich wieder vergessen, hinter den Golems gleich so zwei, drei Bowler mal hinzupacken, dass die restlichen Bowler nicht nach außen laufen. Und das sind sie dann aber leider. Und dann hatte ich noch so 10 Bowler auf der Hand oder so. Da kriegte ich schon das Verbindungsabbruchzeichen. Dann habe ich diese Bowler ganz, ganz schnell noch gesetzt. Ich glaube, einen Zauber habe ich noch rausgekriegt und dann war die Verbindung weg. Habe ich einen Line-Loss gehabt, habe dann noch auslaufen lassen, weil ich nicht mit dem anderen Tablet dann in meinen Account rein wollte. Der sollte einfach auslaufen. Und also Doppelpech erstmal, was heißt Doppelpech? Erstmal schlechter Angriff und dann auch noch die Leitung verloren mitten im Angriff. Aber ich hätte glaube ich, nichts mehr reißen können, denn ganz, ganz viele Bowler von mir sind einfach außenrum. Und weil ich mal wieder vergessen habe, dann muss ich unbedingt mal dran denken, wenn ich einen Golem setze, ein, zwei Bowler gleich dahinter, dass ich dort den Funnel einfach besser mache. Bei mir war einfach der Funnel scheiße, so muss man sagen. Und deswegen ist da so gut wie nichts in die Mitte gegangen. Sehr unglücklich von mir, Anfängerfehler, aber kommt vor, dafür ist das hier nun ein Spiel. So, jetzt schauen wir mal weiter. Jawohl, das waren zwei von Mastengo. Ja, und warum? Warum haben wir es eigentlich selber in der Hand gehabt? Ihr seht das hier. Ich habe den Kampf selber noch nicht gesehen, den wir jetzt sehen. Das wird auch jetzt der letzte Kampf hier sein. Aber ihr seht selber 82,90% zu 82,75%. Wir waren also nach dem Kampf hier von Arthur vorne. Und dann hat der Mo hat im Moment auch einen Eimer in der Hand. Leider nicht mit Erdbeeren. Hat dann die Base hier angegriffen. Ihr habt schon gesehen, 99%. Das ist meine alte CK-Base, wenn ihr euch erinnert. Ja, denn die hatte ich auch mal ein bisschen modifiziert hier. Ich glaube, hier unten hatte ich die Feger nicht. Die hatte ich irgendwo hier bei den Lars postiert. Und hatte hier unten auch, glaube ich, nicht so viele Markertürme. Die habe ich hier oben stehen gehabt, da wo er jetzt hier reinkommt mit Queenwalk und dem Hockrider, um die Clanburg hier zu locken. Also eine ganz ähnliche Base. Ich habe diese Base auch schon mit immerhin 91% gemacht. Also ich bin nah dran. Hier maxed out RH10 zu 3er mit einer guten Taktik. Auch Bowler mit, was habe ich genommen? Bowler Valkyren mit einem Queenwalk. Also ähnlich wie der Mojo hier jetzt vorgeht. Und bin allerdings hier über die Queen-Seite auch gut reingekommen. Kann man nicht anders sagen. Ich meine, sonst wären es auch keine 91% gewesen. Also ich habe die Mitte erreicht, habe die Mitte entkernt. Das hat der Mojo sicherlich auch hier. Wir wollen mal gucken, woran es beim Mojo denn Taz am Ende nicht gereicht hat. Denn ich habe den Kampf, den sehe ich jetzt das erste Mal. Ich kannte ja jetzt zwar das Ergebnis, aber ich sehe diesen Kampf das erste Mal. Und funnelt hier unten jetzt eigentlich schon ganz schön mit dem Bowler. Die nehmen jetzt auch schon mal die Bauhütte da unten mit. Kommt dann weiter rein. Ja, da ist der erste Sprung. Ist schon mal da. Ich hatte da auch ein bisschen Glück, denn mein zweiter Sprung, dann sind die Bowler und der King schon in die Mitte gegangen. Und hier in der Mitte hast du den Vorteil, dass du komplett beide Infernos direkt am RH mit einem Freeze gefriest bekommst. Das ist natürlich super. Du setzt mit einem Freeze beide außer Gefecht. Und das ist natürlich an der Stelle krass. Im Moment laufen seine Valkyren natürlich noch einen nicht so optimalen Weg hier. Aber er hat noch einen Freeze offen, hat noch einen Sprung offen, hat den Warden noch dahinter. Der King tankt dort mit einem Golem, so wie ich das noch sehe. Ich muss mal ein bisschen näher reingehen gerade mit einem Golem. Die Bowler noch schön außen dabei. Das ist auch immer super, wenn Golem in die Mitte rennt oder auch der King. Und die Bowler rennen außen einfach mit, bleiben direkt quasi in der gleichen Spur wie der Queen, wie der King, also auf Höhe in etwa und machen die alles weg. Ja, und der King hier immer noch mit 43, Level 43, tankt hier richtig gut. Kriegt jetzt auch nicht mehr so den super, super Schaden. Also richtig krass hier. Und jetzt, ja, ich weiß nicht. Ah ne, das Rathaus holen sich die beiden jetzt. Seht ihr das? Einfries. Alles still hier. Für satte 8 Sekunden, glaube ich, sind es. So lange hält der Fries auf. Ah ne, ich glaube, seiner ist schon durchgelevelt. Der hält jetzt auf Level 6 dann schon etwas länger. Der müsste dann über 9 Sekunden, glaube ich, haben. Oder vielleicht sind es auch genau 9 Sekunden oder 8,9 Sekunden. Keine Ahnung. Und nee, was ist das unglücklich? Das heißt also, bei 99% bleibt das Elex-Lager hier über. Und das ist sogar schon angeschossen. Das ist noch viel ärgerlicher. Das hat schon mal Schüsse abgekriegt. Seht ihr das hier? Ah, okay, den haben wir jetzt ganz durchlaufen lassen. Das ist echt, echt unglücklich hier vom Mo. Ah, schade.
Das wäre der Sieg gewesen, das wäre nämlich der letzte Stern gewesen. Mann, 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 wir haben aber auch ein Pech im Moment. Naja, was willst du machen? Verloren ist verloren. Lebe geht weiter, so sage ich das auch sehr, sehr häufig. Und wir sind schon wieder dabei. Hurra, 15er CK hier, ich liebe es. Ja, vor allen Dingen liebe ich es, ich glaube, ich habe es gestern schon im Livestream gezeigt, wenn der Gegner gleich im Elferbereich ein bisschen mehr hat und auch hier unten viel, viel stärker ist als wir. Ja, naja, was willst du machen? Müssen wir durch. Ich hoffe, die Folge hier auf dem Sonntag hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in dieser Woche mit einigen Folgen Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Bye, bye.